Apfelsaft ist lecker, lul. Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3 Blasters im Teammodus. Wir wollen heute weitere Level machen. In diesem Sinne, let's go. Wir haben im letzten Part 2 Level geschafft, was eigentlich ein Wunder ist, wenn man bedenkt, was wir im ersten Part geschafft haben, nämlich gar nichts. An sich haben wir im letzten Part sogar 3 Level geschafft, wenn wir den Bosskampf Abfraka mitzählen. Und heute, sogar gegen Ruinenmaid, kennen wir ja schon aus Yo-Kai Watch Wibble Wobble oder Pony Pony. Und als Schatz bekommt man, oder als Schätze, bekommt man den Schatz der Adepten. Gerippe sogar. Und wieder mal eine verbotene Frucht. Mal gucken, ob wir das heute erreichen können. Auf geht das. Diesen Ruben habe ich eben schon vor der Aufnahme rausgeschmissen. Beziehungsweise ich hatte schon mal eine Aufnahme gehabt. Und in dieser Aufnahme war dieser Ruben drin und hat eine Mission angenommen. Und Abonnenten wissen, dass ich die Mission annehme. Ja? Das ist so das Ding. Und deswegen hat er hier eigentlich nichts verloren, aber komm, wenn er schon mal da ist, werden wir ihn drin lassen. Sollte er aber nach der Runde ein Level aussuchen, wird er direkt rausfliegen. Klingt vielleicht hart, aber was soll ich tun? Okay. Alles klar, und er ist raus. Ja. Deswegen hat es auch gerade wahrscheinlich so lange geladen. Deswegen war da auch gerade so lange ein Blackscreen, ne? Weil er rausgeflogen ist. Pff, Junge. Alter. Die sollten Yo-Kai Watch Blasters 2 auf die Switch porten. Denn da hat man wenigstens besseres Internet. Generell bin ich auch mal irgendwie gespannt, ob Blasters 2 überhaupt noch in den Westen kommt, ne? Ich meine, logisch wäre es, bisher kam jedes Yo-Kai Watch Spiel nach Deutschland oder in den Westen. Jetzt komme ich mir gerade ein bisschen vor wie letztes Jahr, als ich über jedes einzelne Yo-Kai Watch Spiel, das noch nicht rausgekommen ist, so Theorienvideos gemacht habe. Na, kommt das, kommt das, kommt das. Ach, bin mal gespannt, ne? Ich habe was auf den Kopf bekommen, was soll das denn? Bruder. Ich hoffe, ich bin nicht Viertel vor Feierabend oder Viertel vor Tod. Wir decken mal die Karte offen. Wir haben ja eh noch eine Karte bekommen, von daher passt das. Hauen Sie rein, Panzer. Aber ja, man weiß es nicht, ne? Kommt Blasters 2 nach Deutschland oder in den Westen? Wird es generell in den Westen lokalisiert? Oder denkt sich Level 5, nee, komm, das lassen wir mal. Wir kümmern uns direkt um Yo-Kai Watch 4. Das ist so die Frage. Ich kann es mir aber vorstellen, dass es trotzdem zu uns kommt. Mal sehen. So, noch eine Truhe. Ja, moin. Mit einem Schild. Ist das Schild besser als mein jetziges? Man weiß es nicht. Wie kann ich das jetzt am besten feststellen? Da brauche ich immer einen freien Inventarplatz. Kann das sein? Wahrscheinlich. Oh. Ja, den habe ich schon angefreundet im letzten Part. Den will nicht. Deswegen, tschüss. Der Fallenflakon. Was heißt das denn? Was bringt der? Mal nutzen. Er macht Fallen sichtbar. Cool. Ist eine coole Sache, weil die Fallen halt schon hier und da nerven. Deswegen nicht schlecht. Finde ich gut. So, tschüss, Portalix. Hauen Sie herein. Weiter geht das. Was ist hier oben? Ah, wieder eine Münze. Okay, cool. Schon $25 gemacht. Wenn man bedenkt, dass eine Münze $1 wert ist, zack, haben wir $25. $26. Ich glaube auch die Münzen, die die Teammates aufdecken. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich kann diesen Schaden nicht verstehen. Auch hier, die Teammates, die hier am Start sind, die sind so überlevelt. Warum bekommen die auch übertrieben viel Schaden ab? Ich weiß es nicht. Das kann doch nicht sein. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass die Teammates, die die Münzen aufsammeln, dass die auch für mich zählen. Was sehr ehrenhaft ist. So, lass mal kurz hier nach Osten.
Aber da kommen wir auch eigentlich nur zum Anfang zurück. Aber ich glaube, irgendwo hier müsste der Ausgang sein oder die nächste Treppe. Wir haben den Ort ja schon relativ gut genug erkundet. Tschüss. Schaut uns hier übrigens nochmal an, Nafi. Und Yannick. Die gerade tatenkräftig mit am Start sind und mir helfen. Grüße gehen raus. Yannick, was ist passiert? 355 Heilung. Also, die Heilung ist krass. So, die Heilung ist krass. Aber er macht auch, also er bekommt übelst Damage. Und ich check das nicht. Die sind doch überlevelt. Oder wird, bei egal welchem Level angepasst. Werden die Levelniveaus angepasst an das generelle Level, das man gerade betritt. Also ich bin mal so frei und sage mal, dass der Enmar, der hier rumläuft, also der von Nafi, dass der eigentlich so überlevelt ist, dass ihm eigentlich gar nichts passieren kann. Ich glaube trotzdem, wenn er von 2-3 Yokai in die Mangel genommen wird, bekommt er trotzdem so viel Schaden wie jeder andere auch. Obwohl er überlevelt ist. Also das ist ein Paradox, wie ich finde. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich sag mal so, an sich ist es ja auch nicht schlecht. Na? Man müsste es halt nur mal erklärt bekommen, dann versteht man es auch. Und ich weiß nicht, ob das Spiel das einem erklärt hat mit dem Levelniveau und so. Jedenfalls kommt es mir so vor, deswegen schreibt das unbedingt in die Kommentare. Scheiße, Bruder, dunkel. Aber wir können auch auf die Karte schauen, also lol. Die Dunkelheit bringt eigentlich gar nichts, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Weil man auf der Karte nachgucken kann, wo man ist. Also man hat immer noch lila Supermünze, cool. Man hat immer noch auf der Karte die Orientierung. Von daher, kein Ding. Auch so viele Fallen, die hier rumliegen, Mann. Ohne Witz. Lassen Sie es. Ja, jetzt bin ich gestorben. Nice. Ach je. Kann man mir kurz helfen? Dankeschön. Vielen Dank. Ah, die Treppen sind am Start. Perfekt. Wir kommen auch, glaube ich, jetzt zum Boss. Kann das sein? Müsste... Nein, nächste Etage. Und zwar Etage 19. Das ist gerade mal die vierte Etage, die wir hier gemacht haben. Ich achte persönlich nie drauf, aber mir kommt das immer so vor, als würden wir hier durchrennen. So, als würde das jetzt schon irgendwie die 10. Etage sein. So kommt mir das vor. Oh ja, wunderschön, ja. Was haben wir da für ein Schwert? Ist es 30? Ja, okay, dann ist es schlechter als mein jetziges, also kann es weg. Ich habe auch schon gesehen, hier zum Beispiel Yannick oder Nafi. Die haben Schilde und Schwerter. Du denkst, Bruder, wo habt ihr das her? Wo habt ihr die her? Die haben Schilder mit irgendwie 400 Abwehr und Schwerter mit fast dem gleichen Wert. Ich denk mal so, Bruder, wie kann es sein, dass sie trotz dieser hohen Abwehrwerte so auf die Fräsen kriegen? Ich kann es mir nicht erklären. Das ist sehr mystisch. So, hier unten müsste noch eine Truhe sein. Oder? Ja. Da ist sie. Macht euch bereit! Und da auch noch eine. Boah, es gibt sau viele Truhen hier, ohne Witz. Ring der Illusion. Kuss geht hinaus. Dann müsste das aber eigentlich jetzt gleich die letzte Etage sein, oder? Also die letzte vom Boss. Und vor allem, wie viele große Klugeln du hier bekommst. Also, ich hätte vielleicht doch früher mit dem Let's Play anfangen müssen. Da hätte ich halt auch während der Hauptstory weniger Probleme gehabt. Ja, moin. Viel weniger Probleme. Weil ich dann so viele Klugeln bekommen hätte, dass ich die mir so reingepumpt hätte, wie Magerquark für Bodybuilder, Alter. Massephase, Bruder. Wird eingeleitet. Okay, da war eine Falle. So ein Mist. Aber auch.
Nein, die Falle! Puh. Kennt ihr das, wenn ihr die Fallen seht und dann trotzdem reinlauft? Thanks für die Heilung, vielen Dank. Medizin, nicht schlecht. Läuft, da oben ist noch eine Truhe. Da sage ich ja nicht nein. Noch ein Atlantefakt, oder was ist das jetzt gerade? Was ist das? Steht doch bestimmt da, ne? Die Kleinhackerkugel. Weiß immer noch nicht, was das sein soll. Bruder, kein Plan. Mhm. Aber die Frage ist, wo ist die Treppe? Wo ist die nächste Treppe? Ja, Seife, da bin ich immer dabei. Jawohl. Jetzt sagt mir nicht, wir sind durch die ganze Etage gelaufen und haben die Treppe nicht gefunden. Wir haben alles aufgedeckt, also so gut wie alles, würde ich sagen. Aber hier unten links gibt es ja noch einen Weg. Also in dem Raum unten links dürfte es noch einen Weg geben, ja. So, tschüss. Noch ein weiteres Schild. Ich will das mal ganz kurz ausprobieren. Und mal lunzen, ob es besser ist als mein jetziges. Kann ich das nicht irgendwo mal nachgucken oder so? Wobei, ich glaube, dass das Schild, was ich jetzt gerade trage, vom Effekt her, und auch gerade so vom Aussehen her, besser ist als das, was ich eben gehabt habe. Ja. Okay. Kurz noch die Truhe aufmachen. Silberpuppe. Ich wette, du kannst ja dann auch logischerweise Goldpuppen farmen, ey. In Speisesaal eingeladen? Wie Speisesaal? Wie? Kommt am Ende des Levels ein Speisesaal, weil ich jetzt die 100 Münzen gesammelt habe? Weil wir die 100 Münzen gesammelt haben? Ich wette, im Speisesaal, wenn du da eingeladen wirst, hast du easy die Möglichkeit. Ach so, da ist der Ausgang. Warte, warte, warte. Ich komme, Bruder. Ich wette, du hast im Speisesaal die Möglichkeit, nochmal mehr Kohle zu machen. Weil es ist ein Speisesaal. Und wir kommen zu Ruinenmaid. Und ich finde es cool, dass sie genauso heißt wie in Yo-Kai Watch Wibblewobble. Ihr kennt das ja von, zum Beispiel Yo-Kai Watch Blasters, ja. Da war das so, dass zum Beispiel das Massenmora einen anderen Namen hatte. Also in also ihr kennt Massenmora, ne? Das war ja sein Blasters-Name. Aber in Wibblewobble hieß es ja anders. Ich bin gefangen, was soll das? Du Sau! Wie wäre ich jetzt aus der Kiste rausgekommen? Ich weiß es nicht. Gut gemacht, Brudingos. Grüße gehen raus. Guten Damen. So, was haben wir hier? Ein Atlantifakt? Ne, die knochenharte Kugel. Was bringen die Kugeln eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Sagen Sie es an. Und vielen Damen für die Hilfe nochmal hier. Yannick und Nafi, Dankeschön. Raus hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich in den Speisesaal reinkommen. Malunzen. Ich meine, mir wurden ja die 100 Münzen weggenommen und ich habe jetzt nur noch 2 statt 102. Hm. Wie schaut's aus? Speisesaal? Oder kommt der erst nach dem... Ich weiß nicht, wann der Speisesaal kommt. Wie ist das denn? Oh! Bruder! Schatz der Adepten bekommen? Verfeinert alle Fähigkeiten, von der Kraft des Kriegsgottes erfüllt und 3 verbotene Früchte. Ich brauche keine QR-Codes mehr eingeben, Brudingos. Wie geil ist das denn? Ja, 2 Dollar. Wo ist der Speisesaal jetzt? Hau raus, Bruder! Kommt der jetzt, der Speisesaal? Wir haben's Nö. Geschafft. Puh, wir haben's geschafft! Was? Nein, unmöglich. Unmöglich, sage ich. Dass ihr ohne mich losgehen würdet, um den Schatz zu finden. Das ist nicht cool. Nächstes Mal werde ich es sein, der den Schatz vor euch findet. So kann's gehen.
Ja, Brutz. Hä? Mein UFO-Stein glüht. Was? Was? Hat der denn überhaupt noch zum Zeitpunkt des Postgames? Man weiß es nicht. Der Tiplisk, er ruft nach mir. Tiplisk? Ich muss gehen, Bruder. Der hat rote Augen gehabt, habt ihr das gesehen? Lol, das ist ein Zombie. Was? Warte, wo gehst du hin? Nin. Wie soll ich das verstehen? Du alter Zombiesohn. Tiplisk, was sind das für Säulen? Sieh zu und lerne. Ist das der Speisesaal? Was? Diese Säule glüht! Hey. Mac, wieso glüht die Säule? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, Bruder. Irgendwie wusste ich einfach, dass das passiert. Lul. Da geht auf jeden Fall etwas Seltsames vor sich. Nja, vergesst die Säule. Schaut euch das an. Und es brennt oder es glüht momentan nur eine einzige Säule, ne? Illuminati. Die verdammten Illuminaten! Habt ihr das gesehen? Die Pyramide sieht jetzt komplett anders aus. Die Pyramide hat sich verändert, als der Tiplisk zu glühen begann. Wow! Das stimmt. Und da waren noch drei weitere Zollen. Moment, willst du damit sagen, dass sich die Pyramide noch mehr verändern kann? Jupp, ich freue mich schon drauf zu sehen, was passiert. Roger, es ist unsere Mission, das Geheimnis der Pyramide zu lüften. Blasters, lasst uns dem auf den Grund gehen. Los, los, los. Dann wollen wir mal. Stell dich den listigen Labyrinthen. Sogar nachdem du den Tiplis losgelassen hast, halten die Ruinen eine letzte Herausforderung für dich bereit. Die listigen Labyrinthe. Und sie sind lang, sehr lang. Pack genug Proviant ein, lang. Du musst mehr als 20 Etagen erobern. So lang sind sie. Aber die Feinde werden mit jeder Etage stärker. Doch keine Angst, du kannst zwischenzeitlich entkommen. Entkomme nach Bosskämpfen mit dem grünen Vorhang. Um mit dem Ausrauben von Labyrinthen fortzufahren, drücke den roten Vorhang. Ist es nicht eigentlich andersrum, dass rot das Zeichen oder die Farbe für aufhören ist und grün für weitermachen? Würde ich jetzt sagen. Oh, heiliger Brutz, da ist er ja wieder mal. Der schwarze Ender? Wer ist das? Man weiß es nicht. So, Adrian ist dazugekommen. Guten Darm. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel Input. Und er hat den erwachten Hinofator. Guten Darm. Ja, wie gesagt, dieser Massenmurrer hatte ja in Wibblewobble einen anderen Namen gehabt. Und andere Yokai, wie zum Beispiel Ruinenmaid, haben den gleichen Namen wie in Wibblewobble. Das ist sehr komisch. Naja. Brudingos, ich würde sagen, wir stoppen hier erstmal mit dem Part. Ich packe auch ein paar Sachen in die Kiste rein, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich damit anstellen soll. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die knochenharte Kugel raus, genau. Kommen sie herein. Ansonsten, die Loderbombe packen wir auch noch rein. Ich habe auch so viel Schrott drin, also ich glaube nicht, dass ich den ganzen Stuff hier brauche, ehrlich gesagt. Feind in der Nähe mögen dich etwas. Man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit einem anfreunden. Das nehmen wir mit. Also das packen wir in die Kiste rein. Das sparen wir uns auch für schlechte Zeiten. Legos. Ihr wisst. Alles klar, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir beenden den Part an der Stelle mal. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Und ich, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao! Yeah.